Ja, das Verhältnis ist auf jeden Fall angespannt, aber es gibt Gesprächsfäden. Die Entwicklungen in Raqqa haben ja dazu geführt, dass die Kurden von einer Befreiung Raqqas sprechen und auch die westlichen Medien haben im Wesentlichen von einer Befreiung gesprochen, während also von der syrischen Seite gesagt wird, also auch von offizieller Seite, aber auch von vielen in der Bevölkerung, mit denen ich gesprochen habe, ob sie nun für oder gegen die Regierung sind. Alle sind der Meinung, dass die Stadt Raqqa natürlich erst befreit ist, wenn dort die syrische Nationalfahne weht. Die neue Allianz, die da deutlich geworden ist zwischen den Kurden und den USA auf der einen Seite, aber auch mit dem IS, also mit IS-Kämpfern, gab es ja in Raqqa eine Vereinbarung. Hat natürlich auf der syrischen Seite sehr viele Fragezeichen ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also es gab ja vor der Einnahme von Raqqa eine Vereinbarung mit den dort verbliebenen IS-Kämpfern, die folgendermaßen aussieht. Also lokale IS-Kämpfer, denen wurde angeboten, sich den kurdischen Kräften anzuschließen, also dass sie praktisch die Uniform wechseln. Und international gesuchte IS-Kämpfer sollten ausgeliefert werden, sind etliche ja auch in Haft genommen worden, sollten ausgeliefert werden an die Herkunftsländer und anderen IS-Kämpfern aus anderen Ländern wurde praktisch angeboten, durch die kurdisch kontrollierten Gebiete Syriens in die Türkei abziehen zu können und von dort dann in ihre Heimatländer zurückzukehren. Also da gibt es natürlich eine neue Front, die da auch entstanden ist. Also die Kurden scheinen nicht willens zu sein, über die Rückgabe der Gebiete an die syrische Regierung verhandeln zu wollen, sondern im Gegenteil, sie haben ja jetzt auch noch ein weiteres Ölfeld eingenommen in der Provinz Deir ez-Zor, das Umma-Ölfeld, das also 50% der syrischen Ölressourcen beinhaltet. Damit machen sie deutlich, dass sie so viel wichtige strategische Orte und nationale Ressourcen einnehmen wollen, um möglicherweise dann in Zukunft gegenüber der syrischen Regierung eine be bessere Verhandlungsposition einnehmen zu können. Wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, die Kurden streben ja in Syrien eine Föderation an. Das beantworten eigentlich alle meine syrischen Gesprächspartner, die ich hatte, also egal wirklich von welcher Seite, eher mit einem Kopfschütteln. Von offizieller Seite ist also seitens des Außenministers ja gesagt worden, wenn die Gefahr des IS also gebannt ist und beseitigt ist, dann werde man auf jeden Fall mit den Kurden auch verhandeln. Und es gibt da die Möglichkeit auch in der syrischen, es gibt ein syrisches Gesetz, dass die lokale Selbstverwaltung, also eine lokale Administration für Orte vorsieht. Das ist ein Paragraph 107. Des entsprechenden Gesetzes. Und das wird man sicherlich den Kurden anbieten. Ob die Kurden sich darauf einlassen werden, ist eine andere Frage. Vieles deutet darauf hin, dass also die Errungenschaften und die Fortschritte, die also gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat hier in Syrien erreicht worden sind in den letzten 2 Jahren, natürlich vor allen Dingen auch durch die massive Unterstützung der syrischen Verbündeten, also Russlands, Irans und der Hisbollah. Dieser Frontlinie scheint also die Front im Nordosten, im Euphrattal und in den Provinzen Raqqa und Deir ez-Zor und Hasakeh zu folgen. So sieht man das, also offizielle Gesprächspartner, die ich hier hatte, die sehen das so, dass sie sagen, wir haben gedacht, wir haben den IS jetzt vertrieben und beseitigt. Und jetzt kommt also in Gestalt der Kurden eine
neue Front auf uns zu. Die syrische Seite will eigentlich den Krieg mit den Kurden vermeiden. Also das hat sich von Anfang an dieses Konflikts gezeigt. Man hat die Kurden sogar mit Waffen auch unterstützt. 2011, 2012, als sie auch angegriffen wurden von Kräften der sogenannten Freien Syrischen Armee und anderen islamistischen Gruppen. Aber diese große Nähe, die eben halt seit 2014 zu den USA entstanden ist, die USA hat ja dann massiv die Kurden auch bewaffnet, hat Spezialisten dorthin geschickt, die sie ausrüsten, die sie ausbilden, die an ihrer Seite auch bei also bestimmte Kämpfe ausgefochten haben. Die USA spricht ganz offiziell von den Kurden und von den syrischen demokratischen Kräften als ihren Partnern vor Ort in Syrien, der, also die Partner der Anti-IS-Koalition. Und von Seiten der Anti-IS-Koalition deutet ja nicht viel darauf hin, dass man also mit der syrischen offiziellen Seite, sei es die Armee oder sei es die Regierung in Damaskus, neue Beziehungen aufnehmen will. Also die Kurden selber scheinen sich derzeit so stark zu fühlen, dass sie also auch einerseits den Gesprächsfaden ja nach Damaskus nicht abreißen lassen, das habe ich ja schon erwähnt, aber andererseits natürlich alles annehmen, was ihnen von Seiten der Amerikaner oder von Ländern der Anti-IS-Koalition angeboten wird. Der deutsche Außenminister, noch amtierende Außenminister Gabriel, hat ja kürzlich gesagt, man stellt 10 Millionen Euro zur Verfügung, um in Raqqa also Minen zu räumen. Und das Geld geht aber natürlich nicht an die syrische Regierung, sondern wird, wie auch immer, zu den Kräften, zu den kurdischen Kräften transportiert. Und auch der französische Außenminister Le Drian hat ja gesagt, man denke gar nicht daran, die Kontrolle von Raqqa wieder der syrischen Regierung zu übergeben, denn die Opposition habe die Stadt ja befreit. Also so sagte er kürzlich in einem Interview. Also von daher befürchtet man, dass eben halt ein neuer Krieg tatsächlich mit den Kurden bevorsteht. Ich habe mit in Aleppo mit einem Abgeordneten gesprochen, Faris Shehabi, der also sehr deutlich gesagt hat, die Kurden kontrollieren derzeit, also kurdische Separatisten, so hat er gesagt, kontrollieren derzeit 70% des Weizens von Syrien, 60% der Wasserressourcen und wichtige Öl- und Gasressourcen. Und das ist unakzeptabel für die syrische Regierung. Und wenn die Kurden nicht bereit sind, die Kontrolle darüber eben wieder an Damaskus zu übergeben, dann müssten sie mit dem Krieg rechnen. Die Zerstörung ist natürlich immens. Also hier in verschiedenen Städten des Landes, Homs, Aleppo, ich war in Zabadani und auch im Umland von Damaskus. Durch die Kämpfe ist natürlich sehr viel zerstört. Die Menschen machen sich daran, wieder aufzubauen. Also man muss allerdings auch sagen, dass der syrischen Regierungsseite die Mittel eigentlich fehlen, um die Bevölkerung großartig zu unterstützen. Also was die Regierung leistet, ist, dass sie die öffentliche Infrastruktur wiederherstellt, die Strom- und Wasserversorgung, so gut es geht. Straßen werden repariert, der Kriegsschrott und Kriegsmüll wird abtransportiert. Man sieht also auf den Straßen zwischen Aleppo und Damaskus sehr viele LKWs, die also Eisen, Schrott und Gitter, also alles, was vom Krieg so übrig geblieben, in eine große Schmelzanlage bei Damaskus transportieren. Diese Arbeit wird gemacht mit Unterstützung von Russland, Iran, China, Indien. Da hat Syrien Vereinbarungen und Verträge abgeschlossen, dass der Wohnungsbau und die Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung eben halt von diesen, von Unternehmen aus diesen Ländern übernommen wird. Die Vereinbarungen wurden bereits Ende August getroffen. Da gab es ja hier in Damaskus eine große internationale Industriemesse. Die hatte 6 Jahre lang nicht stattgefunden.
Und die stieß auf sehr großes Interesse, waren tatsächlich auch zwei Firmen aus Deutschland vertreten, die in der Abwasserwirtschaft tätig sind. Also sie waren durch eine Vermittlerfirma aus dem Libanon vertreten, aber immerhin sieht man, dass sehr viele Industriebetriebe aus aller Welt eigentlich Interesse haben, hier an dem Wiederaufbau beteiligt zu werden. Aber die syrische Regierung sagt, sie werden in erster Linie mit denen kooperieren, die Syrien in den letzten Jahren unterstützt haben. Nicht unbedingt nur militärisch, auch politisch, auch wirtschaftlich haben die Länder der BRICS-Staaten, Russland, Iran und Indien und China ja Syrien doch sehr stark unterstützt. In Aleppo habe ich mit dem Vorsitzenden der Industriekammer gesprochen. Der sagte also, von 40.000 Industrieunternehmen, die es vor dem Krieg in Aleppo gegeben hat, haben rund 800 auf niedrigem Niveau die Produktion wieder aufgenommen. Und sie versuchen mit eigenen Mitteln eigentlich die Produktion wieder anlaufen zu lassen. Und da muss man auch sagen, die syrischen Unternehmer sind wirklich sehr zäh und sehr zielbewusst und halten sich nicht sehr lange auf mit Lamentieren, sondern sie wollen einfach ihren Betrieb wieder auf Vordermann bringen und arbeiten, auch wenn es, wie gesagt, auf niedrigem Niveau ist. Nun, das ist richtig. Damaskus und Präsident Assad haben gesagt, dass sie bereit sind, also wieder mit dem Westen zu kooperieren, wenn der Westen seine Unterstützung für die bewaffneten Gruppen einstellt. Also hier spricht man natürlich von Terroristen, die in den letzten Jahren den Krieg hier in Syrien gegen die syrische Regierung und Armee geführt haben. Und die ja massiv, das ist ja nun hinreichend bekannt, vom Westen auch unterstützt wurden. Der Westen, ich habe eben die Außenminister von Deutschland und Frankreich zitiert, hat offensichtlich noch nicht den Stand erreicht, dass sie eingestehen öffentlich, dass sie tatsächlich hier mit ihren Plänen eines Regierungswechsels oder einer Teilung des Landes gescheitert sind. Entschuldigen Sie bitte. Dass die also das noch nicht eingestehen, dass sie mit ihren Plänen hier in Syrien eines Regierungswechsels oder auch einer Teilung des Landes gescheitert sind. Und da braucht man vermutlich neue Politiker, die also dann dazu auch in der Lage sind. Im Augenblick ist es so, dass man beobachten kann, wie nach der militärischen Intervention hier in Syrien eine Art humanitäre Intervention stattfindet. Also die UNO, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz versuchen ja seit Beginn dieses Krieges hier in Syrien die Bevölkerung zu versorgen. Die Mittel dazu wurden von verschiedenen Ländern immer wieder reduziert, sodass die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Russland hat also große Hilfe geleistet, vor allen Dingen auch in Aleppo, auch in Deresor habe ich das jetzt gesehen, wo ich kürzlich war. Der Iran hilft natürlich auch mit humanitären Mitteln und die westlichen Staaten, die geben ihre humanitäre Hilfe ganz gezielt nur in die Gebiete, die unter Kontrolle der Opposition sind. Das ist die Provinz Idlib, das sind Teile der Provinz Aleppo, das sind die Gebiete unter Kontrolle der Kurden im Nordwesten des Landes. Und damit wird also natürlich humanitäre Hilfe politisch instrumentalisiert, was eigentlich ausgeschlossen sein sollte. Moskau hat wiederholt an den Westen appelliert, mehr humanitäre Hilfe, und zwar für alle Syrer zu geben, denn alle sind zum Krieg betroffen, aber man will damit natürlich Druck auf die Regierung ausüben. Ich muss sagen, wenn ich das beobachte, wie also da teilweise vorgegangen wird auf der Ebene der humanitären Hilfe, dann zeichnet für mich sich folgendes Bild ab, dass der Westen also tatsächlich versucht, diese angestrebte Schwächung des Landes und auch die Spaltung des Landes und der Gesellschaft
durch gezielte einseitige Leistung von humanitärer Hilfe zu vertiefen. Und ich denke, Nichtregierungsorganisationen, die in solche Programme eingebunden sind, sollten sich eigentlich zweimal fragen, ob das eigentlich die Aufgabe einer humanitären Hilfsorganisation ist, sich als Instrument für einseitige Hilfe herzugeben.